Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Episode 1 Racer. Das ist ein Podracer-Spiel aus dem Jahre 1999 und ich dachte mir, es wird doch mal Zeit, dieses Spiel auch hier auf meinem Kanal vertreten zu lassen. Und ich fange direkt an, hier zu lesen. Seit Generationen schon sorgen die galaktischen Podracer-Rennen mit ihren schnellen, von Turbinen angetriebenen Podracern unter den Bewohnern der Randgebiete für Aufregung und Nervenkitzel. Unter all den Raubeinen und Podracer-Piloten sticht einer ganz besonders hervor. Sein Name ist Sebulver und er ist ein hervorragender, aber rücksichtsloser Pilot, dem jedes Mittel recht ist, solange es ihm den Sieg näher bringt. Um ihn herauszufordern, versammeln sich die besten Piloten der Galaxis auf dem Planeten Tatooine, wo das berühmte Boonta Classic ausgetragen wird. Bei diesen Rennen wird sich entscheiden, wer die schnellsten Podracer-Piloten der Galaxis sind. Und ich hoffe natürlich, dass wir einer dieser Podracer-Piloten sind. Das Spiel erschien damals übrigens für den Windows-PC, für die N64, für den Game Boy Color, für den Mac OS und auch noch für die Dreamcast. Willkommen auf Tatooine, Podracer-Fans. Aus allen Winkeln der Randgebiete sind Zuschauer gekommen. Wie ich sehe, bahnen sich die Teilnehmer ihren Weg zum Start. Da ist er, der amtierende Champion des Boonta Classic Rennens und der Liebling der Massen, Sebulver. Die Energiezuleitungen werden aktiviert. Unser glorreicher Gastgeber, Jabba the Hutt, hat die Arena betreten. Wow, sehen Sie sich das an. Das ist der in der ganzen Galaxis berühmte Gascano in seiner Ort Petrovia Spezialanfertigung. Das scheint der kleine Junge Anakin Skywalker zu sein. Ich hoffe, diesmal hat er mehr Glück. Warne Baska. Und da sind wir auch schon direkt hier drinne in der ersten Runde. Es ist nicht das Boonta Eve, was ihr hier denkt, vielleicht, auch wenn es am Anfang so ein bisschen so klang, als würde hier das Boonta Eve kommen, aber nein, wir sind hier noch in einem Trainingsturnier. Es gibt insgesamt, glaube ich, 25 Rennen müsste es geben, also auch 25 Strecken. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann ich mich aber auch täuschen. So, und wir geben hier erstmal Boost. Das ist natürlich hier am Anfang nicht ganz so schwer, hier das Spiel. Aber später, glaube ich, wird es noch ein bisschen knackiger. Wie gesagt, das Spiel kam im Jahre 1999 raus. Damals im Mai kam es raus, glaube ich, mit dem Film. Also, der Film, der kam... Ah! Ja, das war schon wieder grandios hier. Der Film kam damals raus im Mai 1999 in Amerika. Ich glaube, 19. Mai war es. In Deutschland kam der Film ja etwas später. Also 3 Monate später, genauer gesagt. Das heißt, das Spiel gab es dann auch schon, bevor es den Film gab in Deutschland. Und man kann hier auf jeden Fall richtig schön Gas geben. Man hat hier so ein bisschen Boost, was ihr gerade seht. Man darf aber nicht zu viel Boost machen, sonst überhitzen hier die Triebwerke ein bisschen und dann jagt es in die Luft. Ich habe es noch nicht geschafft, drauf zu gehen hier, das ist gut. Mein Ziel wird es auf jeden Fall sein, alle Rennen zu gewinnen, also alle Rennen Erster zu werden. Und wenn man Rennen gewinnt, schaltet man auch wieder neue Fahrer frei und die werde ich dann natürlich auch gleich spielen, so wenn ich sie freigeschaltet habe, damit ich nicht die nur die ganze Zeit mit Anakin spiele. Aber den Hauptteil der Karriere werde ich auf jeden Fall mit Anakin durchspielen. Ich habe mir auch wieder ein paar Fakten rausgesucht. Das Problem ist, dass sie eben nicht ganz leicht zu lesen sind, die Fakten, wenn ich hier versuchen muss, auf den Bildschirm zu schauen. Hier geht es momentan noch, wir sind ja noch nicht ganz so schnell unterwegs. Also, na, wir sind schon schnell unterwegs mit 979, aber ich meine, die Podracer können deutlich, mit 479, die Podracer können deutlich mehr. Ich meine, Anakin, sein Podracer schafft, glaube ich, 947 km/h. Da ist das hier wirklich gerade noch Heimspaziergang, aber man kann auch zwischen den Rennen immer wieder die Podracer verbessern und so weiter. Und das muss man auch machen, damit man eine Chance hat. Also, später werden wir im Spiel wahrscheinlich den Sebulver nicht ganz so leicht abhängen wie momentan. Wir sind aktuell hier in der zweiten Runde. Hier sehen wir die wunderbaren Zuschauertribünen zu unserer rechten Seite. Das ist neuer Rundenrekord. Das ist richtig. Ich glaube, ich habe jetzt hier jede Runde einen neuen Rekord gemacht, oder? Gar nicht so schlecht. Das Spiel habe ich damals persönlich gar nicht gehabt, als es rauskam. Ich habe damals auch gar nicht einen PC, noch nicht mal einen PC gehabt. Das habe ich, glaube ich, damals bei Episode 1, beim normalen Episode 1 Spiel schon erzählt gehabt. Bei dem Spiel war es auch so, das habe ich auch mal bei einem Kumpel gezockt, der das damals hatte. Man kann hier übrigens auch die Perspektive ändern. Hab mir jetzt das Spiel dann nochmal gebraucht, irgendwann vor kurzem geholt. Und ja, teuer ist es nicht mehr. Aber es lohnt sich. Also ich finde das Spiel eigentlich noch ganz cool und mit einem Patch, den ihr natürlich auch in der Videobeschreibung findet, den Patch. Mit dem kann man das auch noch problemlos spielen. Also ich spiele hier die CD-Version gerade. Ich hoffe, man hört das Rauschen vom Laufwerk nicht. Naja, dürft man eigentlich nicht hören. Das Spiel ist relativ laut. So, dann gehen wir hier nochmal alles. Nochmal den vollen Boost hier raushauen zum Schluss und dann rasen wir hier auch schon ins Ziel. Oh, wir haben sogar deutlich verbessert im Vergleich zur ersten Runde.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Jedes Mal einen neuen Rundenrekord aufgestellt. So muss das sein. So, wir haben gewonnen. Haben damit 1200 Truwitz gewonnen. Und können da gleich mal mit shoppen gehen, glaube ich, oder? Ich glaube, wir gehen gleich mal shoppen. Hier seht ihr schon das zweite Rennen. Das wird auf Mongasa sein. Das ist ganz, ganz cool. Dann lernt man so ein bisschen die anderen Podracer-Strecken kennen, die es sonst noch so gibt. Der Favorit auf diesem Track hier ist Teamto Gagalis. Den werden wir dann freischalten, falls wir das hier gewinnen sollten. Was ich doch stark hoffe. Wir können auch mal kurz reinschauen hier in die Werkstatt. Da sieht man unseren Podracer in seiner ganzen Pracht. Und Anakin, der dahinter ihm steht. Das ist ganz cool. Also da kann man nicht so viel machen in der Werkstatt. Dann kann man hier Podracer Upgrades kaufen, Teile kaufen und Schrottplatz gehen. Da kann man so ein bisschen seinen Podracer tunen hier. Hier könnten wir zum Beispiel ordentlich Tempo hier dazu machen. Das machen wir gleich mal. Können wir uns das leisten? Kosten 1400, wir haben 1600 Truguts, das ist gut. Dann kaufen wir uns das direkt mal hier. Sehr gut. Somit ist unser Podracer jetzt auch schon schneller und bereit fürs nächste Rennen, würde ich sagen. Ah, jetzt habe ich fast noch was falsch gemacht. Und zwar muss man, wenn man hier auf Rennen starten ist, nochmal auf Leertaste drücken. Dann lernt man nämlich den Hauptkontrahenten in dem Rennen schon mal kennen. Ich bin ja zu Fuß noch schneller als du auf deinem Podracer. Die Mongasa Spice Minen nach Kessel, der größte Spice-Lieferant. Die Luft hier ist erfüllt von Aufregung und Spannung. Genau, von all dem Sand ganz zu schweigen. Wie ich sehe, wird unser Gastgeber, der berüchtigte Gildenführer Grob sogar persönlich, in Kürze das Startsignal geben. Ist er nicht nett, ist er nicht nett. Und damit geht's dann auch. Der derzeitige Rekordhalter für diese Strecke ist Teamto Pagalis. Direkt in die nächste Runde. So, ich glaube, man kann hier auch, wenn man in der Mitte von 1 den Boost drückt oder so, kann man einen Power Start hinlegen, keine Ahnung. Geht auf jeden Fall irgendwie sowas. Perspektive werde ich hauptsächlich in der Perspektive hier fahren, weil das meiner Meinung nach am besten ist, weil man da am meisten Übersicht hat. Man kann auch so ein bisschen driften, hat man jetzt gerade hier gesehen. Aber zu viel sollte man es nicht übertreiben mit dem Driften. Das hier ist auch eine relativ kurze Strecke hier auf Mongasma, dem Heimatplanet von, wie heißt der? Letzter Lucasa, also dem Sohn von George Lucas, also beziehungsweise den er spielt, da hat es mich gerade mal zum ersten Mal erwischt. Da habe ich aber schon fast den ersten überrundet hier. Also wie gesagt, am Anfang ist das alles nicht so schwer. So, Zed Lucasa heißt er, genau. Oh, muss aufpassen hier. Man kann sich auch reparieren während der Fahrt, dadurch wird man dann ein bisschen langsamer. Es gibt auch noch ein zweites Podracer-Rennspiel, falls ihr fragt, falls ihr das vielleicht mal schon ein anderes Podracer-Rennspiel gesehen habt. Das andere Podracer-Spiel kam damals für die PlayStation 2 raus. Ups. War eigentlich auch ganz cool. Heißt Podracers Revenge. Oder nee, Racer Revenge. Revenge heißt es. Gibt es mittlerweile auch für die PS4 das andere, aber das andere ist komplett auf Englisch. Ich hatte auch überlegt, das zu spielen, aber ich habe mir gedacht, jetzt fange ich erstmal mit dem da an. Und wenn es gut bei euch ankommt, dann spielen wir vielleicht auch das andere auch nochmal. Beim anderen geht es mir ja so ein bisschen mehr darum zu crashen. Hier geht es eher darum, der Umgebung auszuweichen. Hier ist die Umgebung der größte Feind. Das liegt unter anderem daran, dass das Spiel hier auch für den N64 rauskam. Und sie sich damals, die Technik vom N64 eben das noch nicht so richtig zugelassen hat anscheinend, dass man da so krasse Crasher reinmacht. Keine Ahnung, habe ich zumindest gelesen. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. So. Ich finde es so schön. Ich finde es so schön, wie hier hinten der singt, der Watto. So, wir haben gewonnen. Das heißt, wir haben jetzt den Kleck Hulfast müssten wir freigeschaltet haben. Den Teamtour müssten wir freigeschaltet haben. So, und deswegen werden wir ihn jetzt auch gleich mal spielen. So, Podracer wechseln. Ich hoffe, wir haben ihn freigeschaltet. Da ist er auch schon. Ich glaube, er war vielleicht von Anfang an sogar freigeschaltet. Also wie gesagt, ich werde die Rennen dann immer nochmal spielen. Die, in denen ich neue Charaktere freischalte. Damit wir auch die Charaktere so einer nach dem anderen alle mal kennenlernen. Auf Instagram lade ich momentan noch mal Drabo-Facts hoch, wo ihr auch die Charaktere noch ein bisschen kennenlernt, wo ihr noch mehr Fakten bekommt. So, na dann, los geht's mit Teamto. Der ist natürlich jetzt ein bisschen langsamer, der Podracer von ihm. Sollte er zumindest sein, weil wir den ja nicht getuned haben. Aber wie gesagt, jeder von den Podracern hat natürlich auch nochmal andere Werte. Ups. Der gute Teamto ist auf jeden Fall ein Werkneed. So heißt seine Spezies. Das ist gerade, das ist echt gar nicht so leicht hier. Versuchen die Fakten
hier zu lesen und gleichzeitig nicht irgendwo rein zu crashen. Gar nicht so einfach, aber ich glaube, ich schaffe es auch so, das Rennen zu gewinnen. Wie gesagt, am Anfang ist es noch nicht so schwer. Vom Planeten Munus ist er. Munus Mandela ist der Planet. Ups. Da überholen wir auch schon den ersten gleich. Oh, läuft eigentlich ganz gut. Ich mache den Boost gerade nicht an, weil das mir hier zu gefährlich ist, weil ich sonst hier die Kurven nicht kriege. Es gibt auch immer mal wieder Abkürzungen hier in dem Spiel. Also ganz große Abkürzungen, wo man sich teilweise große Teile der Strecken sparen kann. Auf jeden Fall ist unser Kollege hier 1,24 groß und insgesamt 55 Kilogramm schwer. Man sieht ihn auch in Star Wars Episode 1. Wir haben ihn sogar getroffen in Star Wars Episode 1 im Spiel. Das war der Typ, der so leicht besoffen war. Das war eigentlich ganz witzig. Und ja, man sieht ihn auch in Star Wars Episode 1 im Film. Hat er einen, naja, so halbwegs berühmten Auftritt. Er ist nämlich der von den Tastenräubern erschossen wird. Oh, muss man aufpassen. Er ist der von den Tastenräubern erschossen wird. Was ihm natürlich nicht so gut bekommen ist. Aber angeblich hat er diesen Crash, auch wenn es in Episode 1 nicht so aussieht. Er hat diesen Crash angeblich überlebt, da, nachdem ihn Tastenräuber abgeschossen haben. Ah, man kriegt hier das Geld, kriegt man anscheinend nur, wenn man einmal die Strecke gewinnt. Naja, auf jeden Fall hat er den Unfall überlebt mit den Tastenräubern und hat dann seine Karriere als Pod-Racer-Fahrer fortgesetzt. So, und dann schauen wir mal hier. Ando Prime ist unser nächstes Ziel. Und der gute alte Bido ist hier unser Hauptkontrahent. Und den lernen wir jetzt auch gleich mal kennen hier. Okay, er will uns rösten, das ist nett. Nein, es ist nicht nett. Willkommen, Podracer-Fans, auf Endor Prime, der Heimat der gütigen Andobi-Windomönche. Gastgeber des heutigen Rennens ist der Weiseste der Weisen, Ten Abu Dunbar. Gibt am Anfang noch eine Zwischensequenz hier, die das Ganze mal einleitet, die ganzen Strecken hier. Ups. Oh, ich bin immer noch mit Cleckhold fast unterwegs. Das war eigentlich nicht der Plan. Eigentlich wollte ich wieder zu Anakin zurückwechseln. Naja, dann probieren wir es mal mit ihm hier. Das war so nicht geplant. Eigentlich muss ich ja Anakin leveln. Wobei das Geld, was ich hier verdiene, müsste ich auch dann in Anakins Podracer wieder investieren können, glaube ich. Und ihr seht schon hier, die Strecke ist hier etwas schmaler. Wer fleißig die Drabo-Facts verfolgt hat, also die zweite Episode der Drabo-Facts besser gesagt, der hat gesehen, dass dieses Podracer-Rennen auch, also dieses Podracer-Spiel auch zu sehen ist auf Coruscant im Outlander-Club. Also, dass da auch Leute zuschauen, wie diese Leute hier das Spiel spielen. Nein, das soll natürlich eine Live-Übertragung darstellen. Und bei dieser Live-Übertragung, da wird diese Strecke hier gerade gezeigt. Und hier muss man echt aufpassen, das ist nämlich alles so ein bisschen eisig. Genau, und wenn man nicht aufpasst, dann erwischt es einen hier übel. Falls ich ein Rennen verkacken sollte, werde ich es ein zweites Mal noch versuchen. Und falls ich es dann nochmal verkacken sollte, dann werde ich so lange spielen, bis ich trotzdem Erster werde. Oder euch dann nur die Version zeigen, wo ich Erster werde. Damit ihr die ganze Strecke nicht zehnmal seht. Aber momentan läuft es dann ganz gut. Wie gesagt, ich weiß, dass ich Boost habe, aber das ist mir momentan hier auf der Strecke echt zu gefährlich. Das ist hier doch relativ schmal, dass man doch aufpassen muss. So, nochmal alles geben hier in der Kurvenlage. So, so ein bisschen erinnert das hier an die Tibetaner. Davon haben sie sich auf jeden Fall inspirieren lassen bei der Spezies, die hier ansässig ist. Boah, muss ich ja aufpassen. So, Höhlen sind gefährlich. Was? Den Stalagnit habe ich doch gar nicht mitgenommen gehabt. Das stimmt doch gar nicht. Wow, manchmal werden diese Abkürzungen übrigens auch angezeigt auf der Karte. Ja, momentan ist echt noch leicht. Momentan fahre ich dem hier den allen davon. Man sieht die auch auf der Karte so als gelbe Punkte normalerweise, die Gegner. Gerade noch ausgewichen hier. Eigentlich auch eine ganz coole Strecke. Das hätte ich mir natürlich auch gewünscht, dass es in den anderen Star Wars Filmen noch mehr Podracer-Rennen gibt. Also in Star Wars Episode 2 oder in Episode 3 nochmal so ein Podracer-Rennen, das wäre natürlich cool gewesen. Naja, vielleicht wird ja die Tradition der Podracer-Rennen in Episode 9 nochmal fortgesetzt. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ich bin ja großer Podracer-Fan, muss ich sagen. Auch mit eines der Highlights auf jeden Fall von Star Wars Episode 1. Auch wenn Star Wars Episode 1 immer gehatet wird, aber man muss sagen, das Podracer-Rennen ist doch schon ziemlich cool, oder? Das ist ja wohl eines der Highlights der Star Wars-Geschichte. Na dann, nehmen wir noch die Kurve hier. Der Planet wird hier übrigens hauptsächlich zum Bergbau genutzt. Ich das hier gerade noch in meinen Notizen lese. Ist auch relativ abwechslungsreich. Oh nein, 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 nein. Oh, das war gut. Ich dachte, ich gehe hier schon wieder drauf. So, jetzt können wir doch mal den Boost hier kurz nochmal raushauen. Ich glaube, ich hau ihn gerade raus. Ja, ich hau den Boost gerade raus. Wenn es piept, ist das immer ein gutes Zeichen.
Wenn schneller piept, ist nicht mehr so ein gutes Zeichen. Da muss man dann wirklich aufpassen. Da hat man sich dann doch ein bisschen überhitzt. So, mit 500 sind wir mittlerweile unterwegs. Der ist echt schneller als Anakin, sein Racer. So, wir haben hier mehrere Möglichkeiten, sehe ich gerade. Wir können auch hier oben rumfahren. Das scheint so eine Art Abkürzung zu sein. Ah, ich glaube, ich habe die nicht richtig genutzt, die Abkürzung. Ich hätte dann noch weiter aus oben rumfahren müssen. So, nochmal den Boost raushauen, nicht, dass mich doch noch einer einholt. Aber momentan schaut es gut aus. Momentan werden wir den Favoriten auf jeden Fall schlagen und ihn damit freischalten. Whoops. Die Kurve nochmal rum. Nice. Also wie gesagt, damals auch echt. Hab das Spiel total gern gespielt bei dem Kumpel. So, wir haben wieder einen neuen Runde-Rekord aufgestellt. Ich glaube, wenn man in allen Podracer-Rennen Erster wird, dann schaltet man Sebulver hier auch frei. Also es gibt echt extrem viele Podracer-Fahrer, die man hier nehmen kann. Auch wenn man komischerweise immer nur 12 hier mitfahren. Lag wahrscheinlich auch an den Limitierungen der Hardware vom N64 damals. Aber es fahren hier nur 64, sag ich schon. Das wäre geil, 64 Podracer. Ne, 12 fahren hier noch mit. Im Film sind es übrigens 18 Podracer, die da im Rennen sind. So, nochmal eine Kurve gemacht. Also eine Kurve, das muss ich nochmal üben. Man kann auch so ein bisschen mehr in die Kurve gehen. Das kann ich euch nochmal bei einer anderen Kurve dann demonstrieren. Bei der hier vielleicht. Da kann man sich nämlich auch so richtig in die Kurve reinlegen. Aber ich bin da noch nicht so erfahren. Ist auch recht lange her gewesen, seit ich das Spiel gespielt habe. Ich habe es als unmenschlich schwer in Erinnerung gehabt. Mittlerweile muss ich sagen, okay, es ist nicht ganz leicht, aber man kann es schaffen. Ich habe es auch versucht, gerade mal mit dem Gamepad zu spielen hier, aber da, diese Art von Kurve kann ich noch machen. Hier, seht ihr, kann ich mir noch mehr reinlegen. Ich habe es auch mal versucht, mit dem Gamepad zu spielen. Irgendwie habe ich es aber nicht geschafft, das Scheiß zu konfigurieren. Deswegen spiele ich jetzt mit Maus und Tastatur. Eigentlich nur mit Tastatur. Aber momentan läuft das zumindest auch noch ganz gut. Und wie gesagt, diese Strecken hier, die sind echt noch einfach. Jetzt probiere ich es nochmal mit der Abkürzung. Jetzt fahren wir mal oben rum hier. Ah, da oben. Jetzt sehe ich es auch, wo die Abkürzung lang geht. Das heißt Abkürzung. Also es sieht für mich zumindest wie eine Abkürzung aus. Muss natürlich immer aufpassen. Wups, so sieht man zumindest ein bisschen mehr von der Strecke auch. Ja, wir sind echt jetzt komplett woanders, oder? Es sieht... Nein, nein, ich bin an der Seite vorbeigefahren. Verdammt. Das hätte nicht passieren dürfen. Wir sind aber zu, wir haben so einen krassen Vorsprung, glaube ich, dass die uns nicht mehr einholen werden. Ne, die kriegen uns definitiv nicht mehr. So, dann fahren wir nochmal mit Boost in die, ins Finale. Die letzte Runde war leider kein Rundenrekord mehr. Ja, das... Da war ich ein bisschen zu langsam. Talit heißen übrigens die Ureinwohner hier. Von diesem wunderbaren Planeten Andor Prime. So. Wir haben gewonnen. So mag ich das doch. Und jetzt müssen wir auch den Bibo freigeschaltet haben. Glaube ich zumindest, dass wir ihn freigeschaltet haben. Wäre wünschenswert. So, 1200 Trugos haben wir gewonnen. Ich finde es so gut, wie Watto da immer im Hintergrund singt. Oh, Bido ist sogar Zweiter geworden. 5 Minuten waren das? Echt? Krass. Die Rennen kommen mir immer so kurz vor, das macht so Spaß hier. So, wie gesagt, es geht weiter nach Aquilaris. Aber noch nicht ganz. Wir wollen ja noch die Rückrunde hier machen gegen Bido hier. So, schauen wir, ob wir Bido schlagen können. Wobei, ich kaufe mir erst nochmal was. Also man kann auf dem Shop jetzt auch schauen. Gerade mal gucken, was... Wenn du es kaputt machst, musst du es bezahlen, ne? Ja, ist gut, Watto. Ich glaube, ich gehe hier erstmal... Wobei, ich habe gerade nicht Anakin's Podracer ausgewählt, oder? Ich muss ja auch Anakin's Podracer auswählen. Ich will ja Anakin's Podracer verbessern. Und mit dem die ganzen Rennen hauptsächlich fahren. So, Podracer Upgrade. Da kann man auch nochmal einzelne Teile hier verbessern. So, Tempo. Das können wir nicht mehr verbessern. Tempo ist schon soweit. Oder haben wir das noch nicht eingebaut? Doch, Tempo ist schon eingebaut. Nee, alles gut. Alles gut, das müsste eingebaut sein. Wir kaufen uns wieder was Neues, glaube ich. Wir gehen wieder shoppen. Da können wir noch mehr Tempo raushauen hier. Oder doch lieber die Bremskraft erhöhen. Bremsen tue ich sowieso nicht. Kühlung brauche ich auch nicht. Reparatur verwende ich relativ selten. Ein bisschen Beschleunigung wäre gut. Schauen wir mal. Ja, können wir uns leisten. Sehr gut. Man kriegt, glaube ich, auch immer ein bisschen Geld für die alten Teile. So, jetzt will ich aber doch nochmal den Podracer wechseln. Wir wollen ja mit Bido das Rennen nochmal machen. Da ist er auch schon, der gute Bido. Oder auch nicht ganz so gute Bido. Können wir ihn nochmal anhören, uns, was er zu sagen hat? Ne, können wir nicht. Es geht direkt los. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.